Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir gegen Pluto gekämpft, den großen Geist des... ich weiß gar nicht mehr. Egal. Jedenfalls, wir haben hier Epic Center am Start und im Hintergrund sehen wir unser Ziel. Und zwar den Xenobronk. Boah, das hat gar nicht mal so lange gedauert, den zu spawnen. Ich habe jedes Elite-Monster erledigt, bis auf den da. Und ja. Ich bin Level 117. Ludger und Elvin haben schon ihre KP maximiert, sehr gut. Und Leia und Elise waren auch eine sehr gute Kombi in den ganzen Elite-Monstern. Und ja, würde ich sagen, das Letzte nehmen wir uns mal gemeinsam vor. Ich packe mir jetzt noch, bevor ich es vergesse, ein schönes Gericht rein. Und dann werden wir wahrscheinlich diesen Part hier nur gegen das Viech kämpfen. Und hoffentlich werden wir es auch vernichten. So, komm her. Xenobronk, Ex, und der hat 4 AP und ist Level 169, meine Güte. Muss mein Fernsehen ein bisschen lauter machen. So, dann gucken wir mal. Resistent gegen absorbiert. Wieso ist das angezeigt? Egal. So, wie gehen wir jetzt bei dem vor? Ich habe eine sehr gute Strategie herausgefunden, ja. Zum Beispiel die. Meine Güte, der macht uns fertig. Mal wieder ein paar Tage her, seit ich gespielt habe, deswegen habe ich wieder keine Ahnung, wie das Spiel geht. Und das ist der beste Start aller Zeiten. Guckt euch das an! Was zum Teufel? Oh, er ist gegen Wind und Feuer immun, das sehe ich gerade erst. Kannst du mal aufhören, jeden mit einem Schlag kaputt zu hauen? Guckt euch das an! Ja, nichts gegen Elise, aber du kannst Elise ruhig fertig machen, weil... ja. Verdammter Dreck. Jetzt sieht das voll aus, als hätte ich gescheatet bei den ganzen anderen Viechern. Egal. Trank des Lebens. Wegen Multi-Objekt geht halt auf alle, also Bams. Alter, haben wir es jetzt bald? So, was ich in den ganzen Kämpfen gemacht habe, wo war der Angriff nochmal? Ach ja, hier, Bams. Ich habe fast jedes Monster immer verbrannt und vergiftet. Das hat es irgendwie vollgebracht. Ich habe immer diese Angriffe gespammt. Damit ich immer meine Gegner vergiftet und ja, verbannt habe. Und das hat es bei den meisten Monstern wirklich gebracht, aber irgendwie will das jetzt bei dem nicht. Oder ist der Vorführeffekt? Irgendwie sowas. Kann natürlich sein, dass der auch viel zu stark ist, weil 169 ist, glaube ich, das höchste Level, das ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, du kannst ruhig weggehen. Ja, ich schaffe nicht, ihn zu verbrennen oder zu vergiften. Weil Windangriffe vergiften ihn und meine Güte, ist gut. Feuerangriffe, ja, tun ihn verbrennen. Will bei ihm nicht klappen. Ja, super. Das heißt, den werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Warum hat der schon wieder voll? Kann einer sagen, warum der die ganze Zeit voll hat? Boah, gegen die anderen Viecher hatte ich aber jetzt noch Chance, aber der hier macht mich vollkommen fertig. So, nochmal. Ja, ich hatte eigentlich geplant, den hier fertig zu machen, aber will nicht. So, ich kann ihn nicht vergiften, ich kann ihn nicht verbrennen. Das ist nicht gut. So, ich die ganzen Kämpfe eigentlich gewonnen. Willst du mich doch auf den Arm nehmen? Da kann mir mal einer sagen, warum der sich wieder voll heilt. Ich komme nicht dazu, ihn zu verbrennen, ne? Wahrscheinlich, weil er abwehrt, ne? Kann natürlich sein. Geh weg. Geh weg. Du kannst nichts gegen Epic Center ausrichten. Ey. Ist er gegen die anderen, hatte ich wenigstens noch eine Chance. Und ich heilt er sich. Heilt er sich mit jedem Schlag, den er uns hier zufügt, oder was? Okay. Ich hab
gar keine Chance. Es war Exoplasma, aber einfach im Gegensatz zu dem. Ja, dieses Viech hat sich die ganze Zeit aufteilt in allen möglichen Viechern, ne? Der war kein Problem im Gegensatz zu dem Viech hier. Kann mir einer sagen, was hier los ist? Hier muss ich halt irgendwie anders mal versuchen. Oh. Also fertig gemacht wurde ich auch noch nicht. Versuchen wir es mal so. Ja. So, komm her. Baller den kaputt. Der verliert gar keine AP. Was soll das? Na, warum musst du so nah an ihn rangehen wegen diesem Angriff? So, komm mal, ja. Nein, den Angriff wollte ich nicht machen. Außer er wird verbrannt. Nein, wird er nicht. Warum nicht? Warum musst du so nah gehen für den Angriff? Ey? Er verliert keine AP. Was ist denn los? Und ich werde hier voll fertig gemacht. Hey. Ja, ich mag den Angriff immer noch. Der hat mich nicht getroffen, was? Ja, da habe ich ihn ein bisschen abgezogen, aber trotzdem. Ist doof. Da wünsche ich mir doch, ich hätte die ganzen anderen Kämpfe mal aufgenommen. Na, komm mal her. Mach irgendwas. Auch wenn es nichts bringt. Verstehe ich einfach nicht, ey. Irgendwie bekommt er von allen anderen Sachen voll viel Schaden, habe ich so das Gefühl. Ja, ist halt ein paar P verloren. Der sich gleich wieder hochhält wahrscheinlich, ne? Da ist es aber vergiftet. Ja, bringt's das? Bisschen auch damit eigentlich vergiften, ne? Mein Wind. Geh weg, ich bin viel zu langsam für den. Oh, ich glaube, das bringt's. Geh weg, ey. Ja, sehen, ob er den vergiftet, ey. Ich glaube nicht. Nö, der denkt sich einfach. Nein, geh weg. Der macht die ganze Zeit diesen blöden Flügelangriff, ey. Den ich irgendwie nicht ausweichen kann anscheinend. Weil er sich so fett macht, ey. Aber super. Geh weg. Ich kaufe nichts. Da so, bringt das vielleicht was? Vergiften. Boah. Danke. Ja, bringt gar nichts, ey. Ich bin so am Verlieren gegen den. Ey. Gibt's doch nicht. Ah, nein. Geh weg. Ey. Ist doch mal gut jetzt. Ja, jetzt hat er irgendwas gemacht, was aussieht wie eine Heilung, aber trotzdem. Was ist denn an? Ey, so wurde ich noch nie fertig gemacht von irgendeinem Viech. Geh weg, ey. Lass dich doch mal. Oh, super, jetzt hat er mich auch mal angerufen und. Ist ihm vollkommen egal. Ja, ich glaube, da wird nichts.
Ich habe so das Gefühl, das wird nichts. Ich frage mich nicht, wie ich darauf komme. Der ist doch nicht wahr. Ja, würde ich sagen, der nächste Part wird hier im Dings stattfinden, hier in dem Bonus Dungeon, weil ich da sonst dann nichts machen kann. Boah, jetzt belebt die alle wieder, ey. Ma. Oh. Und jetzt ist gleich wieder voll geil. Er ist auch sowas von. Versuchen wir mal mit einem Hammer oder so. Er bringt bestimmt. Und seine Verteidigung ist noch nicht mal so hoch. Ach, ich bin mit Leia, also. Na gut. Ja, das ist ein sehr einseitiger Kampf, habe ich so gefühlt. Vielleicht bist du dadurch ja egal. Oh Mann. Da jetzt brennt er auch noch, ey. Drück es mir doch noch rein, ey. Ja gut. Da seht ihr mal, wie viel Feuer abzieht gegen den, ey. Also wenn er verbrennt ist. Ich dachte, ich habe jetzt voll die Strategie und dann will ich mal einen Kampf zeigen und dann kriege ich voll aufs Maul. Was zum Teufel? Er brennt sofort. Einmal angegriffen mit Feuer und der brennt. Leck mich. So. Ach, mit 1, ey. Ich dachte, ich hatte hier eine Schaffe, ey. Mach keinen Scheiß. Schade, der dadurch nicht brennen kann. Bin ich ein bisschen doof. Nein, nein, nein. Ja, super. So, Alvin, komm mit deinen Arkanart. Ich glaube, das bringt's voll. Der brennt sofort danach. Willst du mich auch? Okay, dann macht mal den. Mach ich mal den hier. Zack. Vom Weiten anballern. Ja, der brennt sofort danach. Was? Wo ist dies? Ich bin halt ja noch schaffen, wenn er so weitergeht. Ja, bloß kein Mist, ey. Ah, das war doof. Ah. Ja, schön den immer. Bruh. Nein, lass mich. Oh. Doof. Mann, warum? Ist gut. Jetzt habe ich ja gerade eine Strategie rausgefunden und ey, der ist gerade aufgestanden. Willst du mich auf den Arm nehmen? Gerade wieder blöd. Hört ihr jetzt mal auf damit? Mann, nein, da wollte ich gar nicht. Warum sind jetzt schon wieder alle tot? Er brennt, das ist gut. So habe ich alle fertig gemacht. Warum jetzt nicht? Au! Na toll, ich bin betäubt, ey. Nee, ich habe gar nicht Elvin. So, zack. Ist den hier? Und auf jeden Fall. Aber jetzt kann ich wissen, ich schaffe das doch. Ich weiß, es ist billig, aber egal. Zur Not frisst der Teufel Fliegen, wie ein Kollege von mir gerne sagt. Dann doch. Immer noch, meine ich. Wer vorhat, hat bei dem Klapp, bei einigen Klapp gar nicht mehr, glaube ich.
Also jeder nicht jeder Angriff, glaube ich. Jedenfalls, ich weiß, es sehr langweilig. Aber egal. Wollen eigentlich schon die Mystikarte einsetzen. Die bringt zwar nicht mehr so sehr, habe ich so das Gefühl, aber so doof ist der Teufel. Wie war das nochmal? Zack, komm her. Da guck ich an, ey. That damage. Ich hab das Gefühl, ich schaff das nicht. Warum ist Elvin tot? Wo ist bitte? Oder Elvin? Er ist der Einzige, den anzünden kann. Der kann ihn echt als Einziger anzünden. Super. Mah. Hör auf damit. Warum immer Elvin, ey? Ich weiß, Elise Elvin, aber trotzdem. Mach Leia, die kann zwei wiederbeleben. Die kann alle wiederbeleben. Meine ich. Au. Nein, hör auf. Ja, genau. Ich kann diesen gigantischen Drachenvogel herheben. Er kann ihn nicht anzünden. Mann, der trifft mich immer. Man geht doch mal ein bisschen aus dem Weg. Lasst euch doch nicht die ganze Zeit treffen. Das bringt's voll. Aua. Geh weg. Meine PS3 geht voll ab. Die. Boah. Nein, 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 nein. Dann komme ich eben mir mit. Da kann ich nicht mehr flüchten, also. Wir spamming Zeit. Brennen. Brennen. Der kann einfach nicht dadurch brennen. Was soll das? Das ist auf Feuer. Elvin, zünd ihn an. Er wird echt immer, er brennt jedes Mal dadurch. Also gut. So was? Strategiewechsel. Dich schützen. Dich schützen. Mockt er die ganze Zeit für verreckt, ey. Ja, genau so. Ach man. Ja, jetzt noch Elise, bitte. Weil wenn ich abwehr, bekomme ich so gut wie gar keinen Schaden. Das ist immer das Gute. Boah, ich dachte, ich werde dadurch überleben. Nein. Ich weiß, es ist sehr eintönig, aber egal. Hilfe, Hilfe, brennen. Warum kannst du nicht dadurch brennen? Was soll das eigentlich? Ist auch Feuer. So, nein. Und jetzt vergiftet, sehr gut. Und jetzt noch verbrennen. Jetzt bekommt er zweimal Schaden. Mann! Ja, au! Nein, stopp, böse! Au, na, ne? Oh Gott. Ma! Hilfe! Ach. Ja, klappt irgendwie, habe ich so das Gefühl. Zum Glück wird er jedes Mal dadurch. Ja, geh. Nicht auf sie. Zur Not habe ich noch ein alles Teil an, also da möchte ich auch nicht einsetzen. Geh weg. Ja, klappt, es dauert lange, aber es klappt.
Es klappt wie immer. Das ist gut. Mann, hör auf damit. Und du hör auf, immer den Hammer rauszuholen. Nimm das. Boah. Boah, ey, das ist so. Von. Ja, too easy. Vor allem, ich sag ihm noch, er soll schützen, ne? Und der macht nichts anderes, außer sich töten lassen. Boah. Und er wechselt immer zu seinen Hammer, jedes Mal. Jetzt mal warte ich ein bisschen. Ja, ich gehe sowieso die ganze Zeit drauf, also. Ja, Elise, geh auf ihn los. Was jetzt voll drauf? Bleib hier. Ja, jetzt sind meine beiden Heiler weg. Danke, ihr macht das richtig gut. Oh. Das ist nicht wahr. Hörst du auf, zum Hammer zu wechseln? Ey? Ich krieg die Krise. Ey. Boah, vergifte doch mal. Selber vergiftet, meine ich. Ich finde das gut, dass er jedes Mal verbrennt. Ey. Der Part wird viel zu lang. Schütze ich Elise, verdammt. Verbrenn doch mal, ich meine, vergifte doch mal. Ja, Elise, geht voll auf ihn los, das bringt's auf jeden Fall. Er wird auch nur durch das hier verbrannt, ne? Ja, jedes Mal. Geh weg. Ja, er trifft mich von da. Was? Boah, jetzt komme ich gar nicht mehr voran hier. Was ist das Gefühl? Ja, egal. Ja, boah. Also ausgerechnet jetzt, wo er auf 4 war, ey. Jetzt war auf 4, ey. Und dann ausgerechnet verreck ich wieder. Ist klar. Das ist so dämlich hier, der Kampf, ey. Lass mal so Pause machen zwischen deinen Angriffen. Danke. Sei doch mal vergiftet, ey. Leck mich. Darf doch einfach nicht wahr sein. Der ist gar nicht mehr so lange verbannt, kann das sein? Boah, ob ich den Part hochlade? Ja, so ein Trauerspiel hier. Ich ihn nicht durch Dingens hier verbrennen, hier durch den Angriff. Guck mal her. Verdammt! Boah. Ich komme gar nicht mehr runter mit den HP, ey. Dann mach mal den hier wieder. Da meine Angriffsstunden ihn auch nicht mehr. Boah, das war geil ausgewichen. Ey, das ist so kacke. Wenigstens weiß ich, wie ich ihn erledigen kann. Boah, ich habe vielleicht keine Lust mehr auf den Kampf. Ernsthaft, ich komme jetzt zu gar nichts. Ja, er ist vergiftet und verbrannt. Sehr gut. Ruhig weiter. Leia, was machst du da? So, verbannt. Jetzt glaube ich ein bisschen gebracht.
ist schon wieder mit seinen Hammer am rumlaufen. Und jetzt hat er auch noch stärkere angefallen, ja. Ja, ich wäre ab, was willst du? Den ja, Bams. Und ihm ist es jetzt vollkommen egal. Nee, ist es nicht. Sehr gut, jetzt kann ich noch mehr Angriff einsetzen. Dim, 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 dim. So ein bekloppter Kampf, ey. Eva, what? Ich glaube, seine Angriffe sind jetzt irgendwie viel besser zu erraten. What the? Wenn du nicht die ganze Zeit deine Waffen wechseln willst, ne? Dann wäre das voll gut. War vergiftet. Soll ich die Flammen ausblasen? So. Das ist sowas von dämlich, ey. Ja, super. So viel dazu. Huah! Epic Santa! Ja, was wird? Ah, verdammt, jetzt sind meine beiden Heiler tot. So, hier sind beide jetzt an der richtig beschissenen Stelle. Oh, nein! Ey, ich habe jetzt echt verloren, leckt mich. Ach. Speicher da anladen. Wir gehen zum Bonus-Dungeon in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.